Stimpak. Eine Schrotflinte. Ich habe ihn ausgezogen. Vielleicht schon ein Mischlingshund und ein Kreuzschlüssel, den wir auch gleich mitnehmen. Ich finde, die Musik ist passend zum Fallout. So, was haben wir denn jetzt hier bekommen? Mich interessiert die Kleidung, die gerade hier, das Gammler-Outfit. Jawohl, das ist doch mal nicht schlecht für den Anfang. Abgesehen davon ist, glaube ich, hier der Vault-Anzug noch ganz gut. Oh, und die Schrotflinte. Die Schrotflinte vielleicht auch noch kurz angucken. Hier. Okay. Wie viel Schuss haben wir davon? 18. Die würde ich sagen, im Notfall wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn sie einsatzbereit wäre. Machen wir sie mal auf dem Hotkey. Waffen hier. Okay. Und die Narko, den Kreuzschlüssel vielleicht auch noch. Für den Anfang. Favoriten. So, okay. Da haben wir einen Nahkampf. Nahkampfwaffe. Eine für kurzen Schaden und eine normale Pistole mit ein paar Schuss. Begrüße den Hund. Hallo Hund. Ja, hey. Hey Kumpel, was machst du denn ganz allein hier draußen? Und ein Level up. Okay, hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Yeah, hallo Hund. Hey. So, reden wir mal kurz eine Runde Kumpel? mit dem, ne? Hast du Hey Tricks? Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Was denn? Anscheinend nichts. Stimpak und noch mehr Stimpak und Redaway. Moment. Lass mal das Radio aus, würde ich mal sagen. Oh, das ist, glaube ich. Das ist die Rocket Station, wo wir gerade sind. Karte. Ja, das ist die Rocket Station. Okay, dann schauen wir uns da drin auch mal kurz um. Hier gibt es nämlich Kram. Und ein. Eine Aluminiumdose. Rattengift kann man immer brauchen. Und ein Gigidi-Cup-Bein, was man auch immer damit macht. Dann haben wir noch eine Zeitung. Eine Kochplatte, Kaffeekanne, hier, da. Und so weiter und so fort. Wow, Hund! Na? Okay. Lass den Hund in Ruhe! So, alles gut mit dem Hund? Ich glaube schon. Okay, das war ein Maurus-Ratten. Hallöchen, ich grüße euch. Willkommen bei Fallout 4. Bei den bescheidenen Anfängen. Maurus-Ratten-Zähne. Nehmen wir mal einfach alles mit, was da ist. Maurus-Ratten-Leder. Und nochmal die Zähne. Den Hund gerade frisch entdeckt. Und die Rocket Station. Aha, eine Werkstatt zum Durchsuchen. Noch ein Stimpak, wunderbar. Ein verstellbarer Schlauchschlüssel und ein Aschenbecher. Oha. Ein Mini-Jackpot, würde ich mal behaupten. Kann ich diese Tür nicht schließen? Das Radio lasse ich mal aus. Wenn ihr Lust auf das Radio habt, dann schreibt einfach mal rein. Dann kann ich es auch einschalten. Okay, hier noch ein Plastikteller. Mal kurz umschauen. Bei Fallout ist es ja gang und gäbe und das muss man schon fast machen. Weil es da immer was Interessantes zu entdecken und zu holen gibt, eventuell. So wie das hier, der verstellbare Schraubenschlüssel. Stumpfwerkzeug, eine Glühbirne und noch ein Stumpfwerkzeug. Was haben wir hier? Ein Korkenvorrat, immer gut. Oh, ein Red Rocket Terminal. Willkommen bei Thermic von Lobco Industries. Willkommen, Red Rocket Mitarbeiter. Ja, geschäftliche Einträge, neue Ausrüstung installiert. Musste mich etwas mit der Zentrale anlegen, aber wir haben endlich alle Werkzeuge, um selbst unsere Teile herzustellen. Wenn sie das nächste Mal in den Gurtverschluss ändern, müssen wir also nicht wieder die teuren Corvega-Teile bestellen. Wir nehmen einfach einen von denen, die wir haben, und passen den an.
das hört sich doch schön an. Rosafarbene Restaurierung. Ja. Die Witwe Rosa aus Sanctuary Hills restauriert zusammen mit ihrem Sohn einen alten Corvega. Hübsch. Der Junge scheint etwas verzogen, aber das ist wohl auch der Grund dafür, dass sie dieses Projekt mit ihm durchzieht. Wie dem auch sei, sie hat das bisher verdammt gut hinbekommen. Ich war echt überrascht, wie viel sie und der Junge allein geschafft haben. Sie ist nur zu mir gekommen, weil der Motor doch etwas zu kompliziert für sie war. Ich bin sicher, wir können ihr helfen. Das hört sich doch nett an. Sichere Verwahrung? Jim, kümmere dich um diese Fässer, bevor du heute Abend Schluss machst. Die Prüfer kommen direkt morgen früh. Versteck sie einfach bei den anderen. Wir überlegen uns später dann eine langfristige Lösung. Hey, wenn uns die Natur mit einer Höhle direkt unter dem Laden beschert, wie kann ich da Nein sagen? Eine Höhle unterm Laden? Serviceaufzeichnung für Oktober. Freitag, 1. Oktober. Was haben wir denn hier? Bremsen. Bremsen ausgetauscht. Ach, was sie hier alles gemacht haben. Okay. Monatsinspektion des Vortec-Variants. Keine größeren Probleme, aber der Vertreter ist echt ein hochnäsiges Arschloch. So viel dazu. Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Mich interessiert am meisten die Höhle. Hund! Hund, nein! Aber er kommt gut klar. Das ist ja... So. Nochmal so ein Vieh. Ja, braver Hund. Mich interessiert die Höhle unter dem Geschäft. Ehrlich gesagt. Die Frage ist nur, wo ist sie? Okay, hier ist mal geschlossen. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Und unseren ersten Begleiter haben wir auch schon am Start. Den Hund. Das freut mich übelst. Das muss doch hier irgendwo... Eine Laborstation. Eine leere Milchflasche. Hallöchen, ich grüße euch zu Fallout. Und der gefundenen New-Cola-Flasche. Wo könnte denn das sein? Das muss doch hier irgendwo sein, diese Höhle. Level Up sucht der neuen Skill ab. Ah, wir haben ja aufgelevelt. Okay, die Frage ist nur... Ah, hier. Okay, so. Was machen wir denn Schönes? Ich würde mal sagen, ich bleib mal hier am Anfang an den Anfangsattributen. So die ersten 2-3 Level vielleicht. Die Intelligenz nach oben hauen noch weiter. Die Aktionspunkte und wie gut wir schleichen können. Vielleicht einfach eine Runde mehr Glück wäre auch nicht schlecht. Okay. So, sonst noch was hier? Nein. Okay. Die Höhle, die muss doch hier irgendwo... Was war das denn? Ein Benzinkanister. Jaha. Was ist denn? Die muss doch hier irgendwo sein. Eine Höhle unter... Eine Höhle unter dieser Rocket Station. Vielleicht hier irgendwo? Sieht man nicht danach aus. So, ich muss mal schauen. Hier zum Verwerten gibt es doch jetzt auch schon einiges. Inventartechnisch ist jetzt fast die Hälfte voll. Höhle unterm Laden. Vielleicht hier beim... What? Eine neue Beere. Noch eine Beere. Ah, das ist, glaube ich, Sanctuary Hills, oder? Vielleicht hier. Ah, ich sehe schon 1-2 Fässer. Ich glaube, das ist die Höhle. Ja, wir haben sie gefunden. Das? Ein Hirnpilz. Jam, jam, jam. Und ein leuchtender Pilz. Nehmen wir natürlich auch mit.
Und jetzt mal ab in die Höhle. Wo? Okay. So, weitere Hirnpilze. Tut mir dieser Nebel irgendwas? Im Moment mal nicht. Und Fässer hat er hier auch schon abgestellt. Wow! Ah ja, so geht das also. Okay. So, das war dieses. Nehmen wir noch ein bisschen Zähne und Fleisch mit. Oh, was haben wir denn da? Ein paar leuchtende Pilze und Hirnpilze. Boah, Leckerchen. Daraus kochen wir uns ein lecker Süppchen. Okay, was haben wir hier noch? Ich will mir gar nicht vorstellen, warum dieses Ding Hirnpilz heißt. Na gut, das ist eigentlich offensichtlich. So, gibt es hier irgendwas Brauchbares? Ein bisschen Kühlmittel. Hey, Kartonfalter 007, ich grüße dich. Ich bin Level 2. Ja. Also daraus kannst du schlussfolgern, das ist der komplette Anfang gerade. Also ich habe frisch mit Fallout angefangen und begrüße dich hierzu. Und bin gerade in der Höhle unter der Rocket Station, die beschrieben worden ist in einem Memo da oben. Und hoffe, hier drin gibt es halbwegs was Gutes zum Looten. Okay, von hier komme ich. Hier gibt es übelst viel Hirnpilz. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt oder nicht. Na gut, schauen wir mal weiter. Das sind sozusagen die bescheidenen Anfänge hier. Ich traue immer noch nicht... Weg von mir! Ich traue immer noch nicht diesem Nebel. Geh kaputt! So! Das war die Maulwurfsratte, die wir direkt mal ausgenommen haben. Jawohl, ich sehe ein Safe. Das ist doch schon mal nice. Und noch ein Hirnpilz. Ich nehme einfach mal alles mit. Und hier liegt ein Kollege rum. Trinkst du Wasser? Gesundheit? Ich traue diesem Wasser noch nicht so ganz. Also ich glaube, das trinke ich gerade mal nicht. Allerdings, dieser Safe hat meine Aufmerksamkeit erregt. Nein! Okay, nein. Nein, vielleicht hier ein bisschen nach links. Ja, das scheint richtig auszusehen. Okay, ich glaube, mit denen kann ich mich noch nicht ganz so anlegen, mit den Todeskreien. Gemüsestärke ist gar nicht mal so übel und eine Splittermine. Nicht übel. Aber eines Tages werde ich sie eventuell auch jagen können. So, war das jetzt hier die komplette Höhle? Was hast du denn anscheinend? Was ist denn das? Was ist das denn? Und das da vorne, was... Ich muss mal schauen, ob ich es aufnehmen kann. Ja, ein Fusionskern. Ich glaube, das ist was Gutes gewesen. Aber ich glaube, weiter vor möchte ich jetzt mal doch nicht. Ein bisschen Strahlung hat es uns nämlich schon gekostet. Sohn, Frau, nein. Okay, das war die Höhle. Kartonfalter. Freue mich, dass du da bist. Dir fehlt Koop. Ja, wäre mal nicht schlecht, aber wenigstens den Hund haben wir dabei. Okay, also dann auf... Ich würde mal sagen, nach Concord, das ist südlich. Also hier in dieser Richtung.